Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zu einer weiteren Folge Jumpik, heute mit der Fragezeichen-Challenge. Und zwar geht es darum, dass ich in den Truhen nur die Sachen rausnehmen darf, also nur eine Sache rausnehmen darf. Das heißt, wenn ich jetzt ein Holzschwert nehmen würde, dürfte ich kein Goldschwert oder Steinschwert mehr nehmen. Das heißt, ich muss ein bisschen so taktisch auch vorgehen, überlegen, was nimmst du jetzt irgendwie ins Inventar und was eben nicht. Finde ich persönlich ziemlich geil, deswegen habe ich die ausgesucht, aber sehr gerne auch weitere Challenge-Vorschläge. Mir gehen die Challenge-Vorschläge, die Challenge-Sachen so ein bisschen aus momentan. Und auch sehr gerne weitere Fragen in die Kommentare stellen, die ich beantworten kann. Den Helm können wir mitnehmen. Ist schon der beste Helm, den wir uns nehmen können. Ja, ich mag diesen hohen Sprung nicht, weil ich muss gleich, verliere ich denn irgendwann den Jump Boost. Okay, nothing happened. What the f- das war der zweite, okay. Den Harnisch nehme ich sehr gerne mit. Auf die Schuhe warte ich sehr gerne noch irgendwie auf Goldschuhe, auf Eisenschuhe, weil wir bringen die Kettenschuhe bringen mir nichts, außer, weiß ich nicht, ein besseres Aussehen. Aber die haben sonst keinen Vorteil, weil die halt vom Wert her gleich sind, wie Lederschuhe. Oh nö. Ja, ich habe mir ein paar Fragen rausgesucht. Und zwar habe ich mir eine wichtige Frage heute mal ausgesucht. Und zwar Klicks kaufen auf YouTube. Wo geht's denn hier weiter eigentlich, by the way? Ach, hier einfach hier unten, okay. Kann man natürlich machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich Klicks, Abonnenten und Views zu kaufen auf YouTube. Gut, das war jetzt gerade richtig kacke von mir. Aber ich bin halt der Meinung, dass das, völliger behinderte Kacke ist, wenn man das machen würde. Weil das bringt dir halt einfach null. Es bringt dir einfach null, bringt dir das. Weil dann hast du inaktive Abonnenten. Also wenn du jetzt Subscriber kaufen würdest, bringt dir halt nichts. Dann hast du halt Abonnenten, aber die sind alle inaktiv. Und ich glaube, es ist nicht ganz so geil, die Sache, oder? Findet ihr das geil? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, die Hose können wir uns auch nehmen. Sehr gerne. Eisenhose dann, also darf man dann nicht mehr nehmen, auf jeden Fall. Aber ist okay. Kann ich mit leben, glaube ich. Und deswegen, also man sieht es ja bei mir, ich habe ja auch jetzt nicht, oh nö. Komme ich hier irgendwie weiter? Ja. Okay, war sogar fast richtig, hier rumzuspringen. Man sieht es hier an mir, ich habe auch jetzt nicht die allerbesten Views im Vergleich zu meinen Abonnenten. Aber das ist halt eher daraus geschuldet, ich darf keine Dingens mehr nehmen, keinen weiteren Harnisch. Oder? Nee, darf ich nicht. Gut. Anya, darf ich dich abonnieren? Na klar, darf ich abonnieren. Oh, aber es ist halt so, dass das halt viel geschuldet ist von damals, weil ich damals halt mit Jodie zusammen ja bei dem Padawan-Projekt dabei war. Scheiße. Das war ja von Commander Krieger und das heißt, ich habe damals, oder wir haben damals 5000 Abonnenten durch Commander Krieger bekommen. Dann die ganze Sache mit Malte zusammen, das ganze Doom-Projekt, was ja auch richtig viele Abonnenten eigentlich gebracht hat, aber das natürlich jetzt auch nicht mehr weitergeführt wird. Deswegen kann ich ja schon verstehen, dass viele halt die Videos nicht mehr gucken jetzt, weil halt deren Interesse nicht mehr da ist. Schauen wir mal lieber hier rüber, machen wir den Safe-Weg. Kann ich halt schon ganz gut verstehen, dass ich halt Abonnenten-View-technisch da nicht mehr on the top bin. Aber ja, ist halt so. Ich bin halt froh, dass ich meine 3000 Views bekomme. So ist es halt alles cool. Aber ich habe mir halt nie Abonnenten gekauft, sondern halt mehr oder weniger ehrlich verdient mit Projekten zusammen. Sei es auch irgendwie Varo, das hat ja auch was gebracht natürlich und so. Wobei halt eben dann die Leute auch eher Varo gucken, als dann irgendwie jetzt so Videos. Deswegen ist halt immer so die Sache, gepusht zu werden oder irgendwo dabei zu sein bei Projekten, die halt nicht immer sind, ist halt immer so das Problem, dass man da auch vielleicht irgendwann, ja, wenn die Projekte eben nicht mehr da sind, merkt man das eben, dass der halt, oh nein, nicht dieser Sprung, ne? Wie ich denn hasse, diesen Kesselsprung. Ja, aber auch nö, das ist das, was ich mit dem MC Expert nicht geschafft habe. Das ist, glaube ich, mittlerweile entschärft, ne? Unlucky Block. Ah, klar, alles klar, schwindelig. So. Oh nein! Oh, darf ich nicht mehr nehmen, leider. Scheiße.
Hätte ich super gerne genommen. Aber ich nur ansprechen wollte auf jeden Fall, was ich sehr wichtig finde. Ich streame ja 3 bis 4 Mal. Scheiße! Ich streame 3 bis 4 Mal in der Woche auf Twitch. Und ich finde persönlich, dass ich halt da eine richtig, richtig professionelle Qualität an den Tag lege. Wo ich natürlich auch mit euch immer zusammen PvP spiele, 1 vs 1 Turniere, SG, Jump League und so. Und ich halt persönlich finde, dass ich da halt einfach ein paar mehr Zuschauer verdient hätte. Weil ich halt einfach, lol, einfach immer nur irgendwie so, ja, wenn es gut läuft, habe ich halt irgendwie 200, aber ansonsten halt immer nur so 100 oder auch unter 100. Und das finde ich halt persönlich ein bisschen schade. Und deswegen nochmal da irgendwie ein Appell an euch, dass ihr da vielleicht einfach mal, wenn ihr Interesse habt, einfach mal auf Twitter mir folgt. Ist ja der Link ist ja immer eingeblendet im Video selber und auch in der Videobeschreibung. Weil da schreibe ich immer quasi kurz bevor ich online gehe. Und dann könnt ihr natürlich auch Push aktivieren, sei es jetzt bei euren E-Mails. Damit ihr immer wisst, wann ich eben online bin oder andere Leute. Und oder halt Twitter Push aktivieren für bestimmte Leute. Damit ihr halt immer wisst, wer wann online ist. Und damit, ja, da habe ich es doch geschaut, aber 2-mal ein Eisenharnisch. Das ist natürlich sehr bitter. Damit ihr immer halt wisst, wann ich online bin. Fände ich halt ziemlich cool, wenn ihr da mal so ein bisschen einfach, oder mich einfach mal auf Twitch halt eben abonniert, also followt, und dann bekommt ihr eben eine E-Mail auf euer Handy oder eben, wie auch immer, per Push oder je nachdem, was ihr eben eingestellt habt. Aber, ihr könnt super gerne mal ausprobieren, weil ich finde, da haben wir immer Spaß in den Streams. Ich gehe immer hammerhart auf den Chat ein, also da kann man auch mit mir persönlich so ein bisschen labern, wenn Fragen sind oder, weil ich halt wirklich immer auf den Chat eingehe. Und deswegen, Alter, Kappa hatten wir auch schon, ne? Scheiße, ja, ist ja egal. Aber noch mehr Eisenharnische, das ist natürlich ein bisschen kacke gerade. Vor allem, weil wir kein Schwert bekommen. Wir haben noch kein Schwert irgendwie, ich wollte den anderen Weg laufen. Wir haben, glaube ich, noch kein Schwert bekommen in den ganzen Truhen jetzt drin, oder? Das ist ein bisschen kacke, persönlich gerade. Aber hoffen wir mal, dass wir irgendwie gleich noch was bekommen werden. Ach nee, okay, alles klar. Machen wir halt mit der Holzaxt. Warum denn nicht? Wir haben, ich glaube, am Anfang gab es ein Holzschwert, oder? Am Anfang. Ansonsten nix. Ja, GG auf jeden Fall. Das kann ja was werden. Ja, erstmal mache ich defensiv auf jeden Fall. Also heute Abend wird wahrscheinlich, heute ist der Montag, für euch nochmal zur Information. Also auch für mich Montag. Heute Abend werde ich vielleicht Streamer, wenn erst so ab 22 Uhr. Ansonsten halt immer so 18 bis 20 Uhr meistens. Versuchen wir mal einen zu bekommen irgendwie. Auch wenn es halt ein bisschen, oh Gott, da kommen mehrere Leute gerade, dann will ich mich ein bisschen da wieder fernhalten. Da ist aber auch noch ein anderer Typ gerade. Stirbst du vielleicht mal? Ja, dann snackt der ihn mir ab. Und dann bekomme ich keine Regeneration, dann bin ich tot. Ja, geil, ey. Genau so muss es laufen. Und auch noch mit einer Holzaxt, ey. Weißt du, dann sind da irgendwie 3 Eisenharnische drin, aber irgendwie kein Schwert, ey. Das finde ich irgendwie scheiße. Ich meine, ich hab das gewonnen. Ich habe dieses Rapid Run gewonnen. Dann kann doch bitte, da hinten ist ein Typ, dann kann doch bitte auch mal irgendwo ein Schwert drin sein. So ein bisschen irgendwie, ein bisschen Truhenloot à la Hive oder Gomme, dass man je schwerer es wird, desto... Alter, wie mir 3 Leute nachlaufen gerade, ne? Hammergeil. Je mehr Leute mir, je weiter ich komme, desto eher kann doch mal vielleicht auch eine Spawn-Rate für ein besseres Schwert sein. Finde ich halt nur fair. Also klar, ich hätte jetzt natürlich auch die Spawn-Rate für Dingens da. Okay, er ist down. Aber auch nur scheiße. Alter, ich gehe mal hier unter. Das könnte ruhig ein bisschen geiler sein, finde ich, weil ich habe gewonnen, habe nur eine Holzaxt. Damit kann ich nicht kämpfen. Und dann bringt es mir auch nicht gut, ein Jump Run zu sein, wenn ich das einfach nicht hier nichts bekomme. Ja, gegen den habe ich nämlich gar keine Chance jetzt unter anderem. Habe ich einen Bogen, ja? Fickst du runter, bitte? Nice. Ich hätte ganz gerne das Schwert. Dankeschön.
Wenigstens ein Holzschwert jetzt erstmal. Für den Anfang. So. Ein bisschen Raggen. Raggle die Daggle. Vielleicht mal hier kurz einen Cupweb planten. Ah, der ist gar nicht mehr in der Nähe. Okay. Gut, dann machen wir mal eben so. Ja, ist ein bisschen natürlich jetzt auch krass. Er hat natürlich ein Steinschwert jetzt auch. Okay. Ja, gut. Da bin ich nicht weggekommen. Da habe ich kurz, bin ich einmal hängen geblieben und konnte nicht sofort weglaufen. Deswegen haben wir ja verloren. Also Schwert ist natürlich immer noch scheiße mit dem Holzschwert gegen Steinschwert. Und die Eisenseite dürfen wir auch nicht nehmen, was ziemlich scheiße ist. Hm. Hätten wir natürlich besser machen können. Wir haben keinen, haben wir vielleicht ein Level? Ne, ein halbes Level nur. Schade. Das wäre auch noch ganz geil, da vielleicht ein ganzes Level zusammen zu bekommen. Ist das eine Werkbank? Nee. Aber der Marcello hat noch zwei Leben. Da wäre vielleicht mal ganz cool. Bei dem Marcello. Mal irgendwie was zu machen. Okay, holen wir uns mal den Marcello erstmal. Ja, geil. Oh, der ist gar nicht gestorben. Lol. Hast du ein Steinschwert gehabt? Eine Eisenaxt. Ja, geil. Erstmal weglaufen, weil wir haben nämlich jetzt kein Leben mehr. Ja, geil, trifft mich halt. So, alles klar. Also Steinschwert gegen Steinschwert, Harnisch ist auch gleich. Schuhe sind meine besser. Kopf ist auch gleich. Also geht so, ist gut. Was ist mit ihm los? Leckt er oder? Komm her. Okay, den Fall können wir vielleicht aufsammeln. Können wir das? Ne, sind zu doof dafür wahrscheinlich. Ja komm, jetzt holen wir uns den nicht. Schade. Schade, habe ich schon gemerkt im Ansatz, dass es nicht klappt. Ja, da war ich ein bisschen zu hektisch am Ende noch irgendwie. Und dann bei dem engen, ich mag keine engen Räume und Gassen, weil dann kann ich mich nicht um den herumschleichen. Auf so einer Brücke ist es ziemlich scheiße zu kämpfen. Naja, schade drum. Aber die Challenge ist ganz geil, aber war auch ein bisschen scheiße jetzt, weil wir hätten uns noch ein bisschen cleverer anstellen können vielleicht. Aber ohne Schwert am Anfang ist auch ziemlich scheiße. Hauen Sie rein, liebe Leute. Oh. Bis dann, machen Sie es gut und auf Wiedersehen. Tschüss.